Wenn wir schon mal hier sind, dann können wir auch gleich noch die Prüfung machen. Vielleicht, eventuell. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Du auch. Das ist hier super. Muss nur aufpassen. Irgendwann gibt mir dieses komische Malvenkraut aus wahrscheinlich. Rebellion. Bombarda. Arresto momento. Repulso. Defendo. Akio. Repar. Lumos. Defendo. Lazio. Confringo. Depulso. Defendo. Ofana. Arresto momento. Incendio. Vingladium Leviosa. Reparo. Schwer zu sagen, was mich da drin erwarten wird. Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Nicht wirklich, ne. Oh ne, da drin waren wir ja schon. Dann jetzt aber ab zur Phönixhöhle. Rebellion. Eine Blockade. Rookwoods Wilderer sind schon hier. Blockade? Blockade wo? Ich hab kein Nix hier. Rebellion. Im Schloss bleiben sollen. Hättest du es mal gemacht, du. Panikus Totalus. Ah.
Ich träume von einer besseren Welt. Für mich. Mehr Wilderer? Wie viele denn noch? Naja, so doof wie die sind, brauchen die für so einen Phönix schon einen ganzen Haufen. Ich hätte im Wald fast ein Grabhorn erwischt. Revelio. Aber ein kleines Schloss. Der Phönix. Ja, moin. Servus. Ich würde dich gern mitnehmen. Hättest du ein Problem damit? Hast du, kriegst du schönes Gehege mit... Als wollte er, dass ich ihm folge. Ich muss ihn vor den Wilderern finden. Ja, dann müssen wir ihm wohl folgen. Ja, wo kommst du denn? Einer dieser Schüler wird niemand vermissen. Ja, du weißt ja gar nicht, dass einer hier ist. Hä? So doof, eine Leiter hochzugehen, der Typ. Hm, gut, Stufe 3 kriege ich jetzt noch nicht auf. Müssen wir in Zukunft nochmal hierher, wenn wir genug Monde gefunden haben. Da ist er wieder. Hä? Was? Wo? Keine Ahnung. Bombarda. Defonso. Confringo. Revelio. Gott, der kämpft sich bei der leider ab. Das ist der... Ei, ei, ei. Ich meine, ich bin schon unsportlich, aber hey... sind einfach zu viel. Waren ja technisch 2, also wären wir bei 16. Ugh!
Kreis gestohlen. Diesmal entkommst du. Hm. Komm, Fringo. Defendo, Glacio. Hier sind Fringo-Punkte. Defendo, Glacio. Protego. Rookwood verliere nicht, sondern Konfringo. Fringo. Grazio, Defendo, Defendo, du sollst... Crucio. Imperio. Arresto momento. Campada. Defendo, Grazio. Confringo, Defendo. Arresto momento. Crucio. Was labert ihr eigentlich vom fairen Kampf hier? Wollten einem Fünf-Wrestler mit 20 Mann auflauern und wollten fairen Kampf oder was? Was denn das für eine Logik? Die muss ich jetzt nicht verstehen oder so, oder? Wäre Kampf am Arsch hier. Revelio. Confringo. Revelio. Confringo! Incendio! Confringo! Revelio! Hallo, ich will dir helfen. Ja, ich sehe schon. Ich bringe dich in Sicherheit. Du hattest ja ein schönes Plätzle, hä? Bringen wir dich zum Raum zurück. Deke wird sich freuen. Aber siehst du, hättest du dich vorhin einfach gleich mitnehmen lassen, ne? Hätte ich mir die ganzen Wilderer da drin sparen können. Ich meine, ich hätte jetzt auch nicht dein schönes Zuhause gesehen, aber... Ich hätte mir auch einiges an Arbeit erspart. Das sollte ich untersuchen. Tja, dann haben wir den Auftrag doch auch schon erledigt. Ich meine, wenn wir jetzt schon mal hier hinten im Eck sind, könnte man ja theoretisch auch, ne, so ein bisschen Umweg fliegen hier. Feuerchen freischalten und da unten ein kleines Rennen fliegen. Hm.
nichts Schönes bekommen ist. Ja. Schade, aber auch schade, Marmelade. Jetzt hier schon wieder gefunden. Ach hier. Impulso. Nie wieder raus. Nie wieder. Revelio. Revelio. Ach hier, Wingardium Leviosa. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Zweifellos schon lange verlassen. Ich fürchte, wenn man jetzt Schach oder so kann, dann wäre das bestimmt richtig einfach zu lösen gewesen. Habe ich aber keine Ahnung von. Und das hat damit gar nichts zu tun und ich bin jetzt gerade einfach dumm an der Lösung vorbeigerannt. So halt, warte mal, wir wollten ja eigentlich dahin. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Nein, uns ist das Malvenkraut ausgegangen. Ich hab's vorhin noch gesagt. Ja, das ist jetzt bescheiden. Wo kriege ich denn so einen blödsten Malvenkraut her? Keine Ahnung. Das war die beste Mahlzeit seit langem. Würde ich den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen. Was haben wir denn hier?
Okay. Ich habe nur Befehle ausgeführt. Beschuldige doch bitte jemand anderen, wenn sie nichts ausmachen. Peregrinus Totalus. In weniger Nacht. Komm auch nicht rein. Ich brauche mehr Monde. Ganz dringend. Na gut, ich glaube, wenn... Wenn wir da nicht reinkommen, kommen wir hier auch aktuell nicht weiter, befürchte ich. Schade. Reparo. Trinko! Bombarda! Tja! Schnell sein! Lumos! Ach, so eine entspannte Anstellung in Gringotts würde mir gefallen. Den ganzen Tag rumsitzen. Könnte aber wahrscheinlich etwas langweilig werden. Hier wird nichts zu sehen. Bitte drehen Sie sich um. Du hattest noch Petrinicus Totalus. Gilt auch für sie. Du sollst dich umdrehen, habe ich gesagt. Nicht weiter in die Richtung gehen. Umdrehen. Und zurück. An das andere zurück. Das, wo du nach hinten gehst. Erinnert mich an damals, als ich in Gringotts fast aus einem Wagen gefallen bin. Heute würde ich nicht mehr rausfallen. Ja, also, geht doch. Ich passe da gar nicht rein. Peregrinus Totalus. Yeah.
in meiner Familie haben mal in den Minen... Ein Anhänger weniger, Ranrock. Ich sage ja immer, Reisen erweitert. Ach egal, ich höre auf, dich zu korrigieren. Bring sowieso nichts. Was ist denn da passiert? Das ist aber komisch. Ganz wild. Ein reisender Händler. Ja, schau mal hier. Kundo. Hallo. Haben Sie etwas zu verkaufen? Das habe ich. Mein Name ist Rohan Prakash. Willkommen im ältesten Laden in der Gegend. Interessant. Wie lange sind Sie schon im Geschäft? Naja, ich selbst führe ihn noch nicht so lange. Aber mein Vater führte ihn lange Zeit, bevor er krank wurde. Oh, wie traurig. Das tut mir wirklich leid. Oh, er ist noch am Leben. Er würde zu gern selbst wieder arbeiten. Aber bis er das wieder kann, führe ich den Laden für uns beide. Doch lassen Sie uns lieber über Ihr Wohlbefinden sprechen. Sie sind sicher ebenso besorgt wegen des Koboldaufstands und der schwarzen Magier wie wir. Selbst die Sumpfkrattler sind durchgedreht. Aber unser Laden verkauft Waren, die Ihnen helfen können, sich vor all dem zu schützen. Bitte sehen Sie sich um und kommen Sie jederzeit wieder. Vielen Dank, Mr. Prakash. Ihrem Vater und Ihnen viel Glück. Das weiß ich zu schätzen. Ja, dann zeig mal her. Was verkaufen Sie hier? Sehen Sie sich um. Der Flugmeisterbesen, aha. Gibt Blätter des Malvengreien. Nimm mal gleich mit. Ein hervorragender Kauf. Ja, komm. Ja, wobei, eigentlich haben wir davon genug, ne? Naja, komm, die zwei schaden schon nicht. Ein hervorragender Kauf. Herzlichen Dank für Ihren Einkauf. Nee, jetzt kaufst du bei mir. Hoffentlich bis bald mal. Kein Problem, ne? Komm ich öfters. Bitte beim nächsten Mal direkt das Malvengrad auffüllen. Wenn wir schon mal da sind, ne? Dieser Ort hat schon bessere Tage gesehen. Oho, welch angenehme Überraschung. Ja. Wo muss das irgendwo hin? Ich würde sagen, die muss da rüber, ne?
Wingardium Leviosa. Mitkommen. Ich wollte sie jetzt nicht dem Händler auf den Kopf fallen lassen. Accio. Wingardium Leviosa. Defolto. Wingardium Leviosa. Merlins Prüfungen kriegen mich nicht krank. Deine Augen nicht von einem hübschen Mädchen lassen, was? Kurz den Rock ziemlich hoch und du bist völlig... Und doch. Bin jetzt erst aufgehört, wo ich rausgegangen bin, oder was los? An, zumindest nicht. Wingardium Leviosa. Aha, nix Wingardium Leviosa, so. Was wäre denn hier, so? Hey, warum ist denn unser Ziel schon wieder nicht markiert? Da wollen wir doch hin. Ich doch gesagt, mach mal da, mach mal hier. Und dann da oder hier, da oder von da nach da und dann von da nach da und nach da, irgendwie so. Rebellion. Was ist denn, jetzt los? Ich glaub, irgendwie sollte das eigentlich anders aussehen, aber egal. Mensch, guck mal da. Merlins Prüfung. Ich war. Gut, dass wir zweimal mal im Kurs gekauft haben.
Ach so, ich darf nicht ins Wasser fallen. Ich glaube, das geht bei denen nicht mit Besen. Das haben sie. Okay. Hä? Also musst du. Okay, also hier ist der Start. Zack. Pech gehabt und dann fangen wir von vorne an. Erledigt. Grad so.